Grüß Gott zu einer neuen Minutenpredigt. Heute haben wir den Vorstellungsgottesdienst für unsere Kommunionkinder des kommenden Jahres. Die Kinder werden sich dem guten Hirten anvertrauen. Das ist das Motto der kommenden Kommunionfeier in unserer Pfarrgemeinde. Jesus ist der gute Hirte. Und ein guter Hirte, das ist einer, der sich tatsächlich nicht nur zum Manager seiner Schäfchen macht, sondern der mit ihnen durch dick und dünn geht, der sogar sich auf den Weg macht, wenn eines sich verläuft und in Gefahr gerät, der keines dieser Schafe aufgibt, sondern der ihnen nachsteigt und sie bewahren möchte, vor allem, was ihnen schaden mag. Ein guter Hirte will Jesus für unsere Kinder sein. Einer, der ihnen das Bewusstsein gibt, dass Gott für sie in jedem Augenblick ihres Lebens, in jeder Situation, in den schönen Augenblicken, in den schwierigen Situationen ihres Lebens zur Seite geht, ja, und ihnen sogar auch einen Weg, einen Ausweg hin zu einem gelingenden Leben weisen möchte. Und so etwas versuchen wir in unserer Gemeinde auch, den Kindern, die sich auf die Erstkommunion vorbereiten, ihren Familien eine Gemeinde zu zeigen, in denen Wege zum Leben zu finden sind. Nicht Wege in die Traurigkeit, Wege in die Einsamkeit, sondern Wege in die Gemeinschaft. Denn das zeichnet ja das Leben aus, dass wir gemeinschaftlich als Menschen zusammenkommen. Und deswegen bereiten sich die Kinder auch in diesen Monaten bis zur Erstkommunion gemeinschaftlich auf dieses große Fest der Gemeinschaft, der Communio mit Gott und mit den anderen Christen in unserer Gemeinde dann auch vor. Wir wünschen unseren Kommunionkindern, die wir jetzt schon so nennen dürfen, auf diesem Weg immer das Bewusstsein, dass der Hirte ihnen vorangeht oder auch hinterhergeht, so wie sie es brauchen, und dass sie sich behütet fühlen von einem guten Hirten.